Ehestreit, Alkohol, ein rätselhafter Sturz. Der Tod von Sternekoch Heinz Winkler wirft Fragen auf. War es vielleicht gar kein natürlicher Tod? Ja, der Lieblingskoch vom Chiemsee, vieler Promis und auch Politiker, der starb in der Nacht von Freitag auf Samstag. Organversagen. Doch die genauen Umstände, die sind noch völlig undurchsichtig. Und jetzt ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft. Er träumte schon von der Rente auf Mallorca, suchte einen würdigen Nachfolger als Küchenchef. Doch jetzt ist Sternekoch Heinz Winkler tot. Völlig unerwartet, im Alter von 73 Jahren. Sein Tod wirft Fragen auf. Was geschah in den letzten Stunden? Rückblick. Aschau, 27. Oktober. Heinz Winkler ist wie üblich in seiner 5-Sterne-Residenz, kocht dort für die Gäste. Unerwartet taucht Koch Sandro B. auf, obwohl er nicht zum Dienst eingeteilt war. Gegen 18:30 Uhr öffnen sie die erste Flasche Wein. Laut Angestellten hat Winkler an diesem Abend viel Redebedarf. Die Scheidung von seiner Frau Daniela steht im Raum. Das Ehepaar habe sich in dieser Woche heftig gestritten ums Geld. Ehefrau Daniela sei die Scheidungsabfindung zu gering. Nach BILD-Informationen will Winkler Aschau verlassen und mit seiner jungen Geliebten, die er lange geheim gehalten hat, ein neues Leben im Ausland beginnen, dort sogar eine Kochschule eröffnen wollen. Gegen 21 Uhr ist Winkler stark angetrunken. Sandro B. bietet ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Was dann geschieht, weiß nur Sandro B. Und er ist nicht unumstritten. Von einem rauen Umgangston in der Küche ist die Rede, sogar Schläge soll es von ihm gegeben haben. Doch damit nicht genug. Sein Name taucht in der Ermittlungsakte zum Unfalltod der damals 23-jährigen Veronika 2019 auf. Die stellvertretende Rezeptionsleiterin in Winklers Residenz wurde nach einer Disco-Nacht auf ihrem Nachhauseweg von einem Auto totgefahren. Unter Verdacht Sandro B. Er saß damals sogar in Untersuchungshaft. Doch das Strafverfahren wegen Fahrerflucht mit Todesfolge wurde wegen mangelnder Beweise eingestellt. Doch was geschah am 27. Oktober diesen Jahres? Kurz nachdem Winkler und Sandro B. das Lokal verlassen, kommt Sandro B. zurück und schreit, der Heinz ist gestürzt. Der Notarzt wird sofort alarmiert. Sandro B. hat Blut an seiner Kleidung. Nach BILD-Nachfrage bestätigt das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd, wir führen ein Todesermittlungsverfahren. Dies ist bei einer unklaren Todesursache ein ganz normaler Vorgang. Klar ist, der Tod von Sternekoch Heinz Winkler, er wirft viele Fragen auf. Jetzt entscheidet der Staatsanwalt, ob eine Obduktion durchgeführt wird.